Sind Sie als Unternehmer, Selbstständiger oder Vereinsvorstand bereit für SEPA? Ab dem 1. Februar 2014 gelten nur noch die neuen SEPA-Verfahren. Der Vorteil von SEPA? Überweisungen und Lastschriften in Euro werden europaweit einfacher und günstiger. Die neuen Zahlungsverfahren betreffen alle Bankkunden, also auch Sie. Stellen Sie rechtzeitig um. Sonst kann es passieren, dass nach dem 1. Februar Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlt werden oder Löhne nicht pünktlich ankommen. Das ist Herr Schmidt, ein Unternehmer. Er kennt bereits die wichtigsten Schritte zur SEPA-Umstellung. Zuerst einmal muss er alle Bankdaten seiner Kunden und Lieferanten auf die internationalen Angaben IBAN und BIC umstellen. Bei Fragen wendet er sich an seine Hausbank. Dann passt er seine Kontodaten bei der gesamten Geschäftskorrespondenz an. Als nächstes gilt es, die Buchhaltungssoftware auf SEPA-Standard zu bringen. Dazu holt er sich eventuell professionelle Hilfe und plant genügend Zeit für Testläufe ein. Für Lastschriften gilt, die Einzugsermächtigungen können in das SEPA-Verfahren übernommen werden. Es sind aber einige Schritte nötig. Zunächst braucht Herr Schmidt eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Die muss zukünftig auf jeder Lastschrift angegeben werden. Er beantragt sie ganz einfach online unter gläubiger-id.bundesbank.de. Neu ist auch die Mandatsreferenz auf der Lastschrift. Zusammen mit der Gläubiger-Identifikationsnummer können Abbuchungen damit eindeutig zugeordnet werden. Und schließlich muss er die Kunden über die Umstellung informieren. Nach der Arbeit trifft Herr Schmidt seinen Vereinskollegen Herrn Meier beim Sport. Er informiert ihn, dass SEPA auch den Verein betrifft, denn die Mitgliedsbeiträge gehen per Lastschrift ein. Als Schatzmeister muss sich Herr Meier nun beeilen, den Verein SEPA fit zu machen. Er ist Herrn Schmidt dankbar für den Tipp. Und Herr Schmidt freut sich. Er ist startklar für SEPA. Beginnen auch Sie jetzt mit der SEPA-Umstellung. Weitere Infos unter sepadeutschland.de oder bankenverband.de/sepa.